Hey, wann bist du das letzte Mal mit der Regionalbahn gefahren? Vielleicht vom Dorf in die Disco? Oder andere Richtung? Raus aufs Land, schön ins Grüne? Da sitzt dann jedes Mal eine ziemlich bunte Mischung an Leuten drin, oder? Züge verbinden Stadt und Land. Sie verbinden aber auch Menschen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und genau das ist gut und wichtig. Aber auch auf dem Sportplatz, in der Schule, in der Fußgängerzone, im Bus oder in der Dorfkneipe begegne ich total unterschiedlichen Typen. Das ist gut, weil wir dann merken, dass sich die Welt nicht nur um uns dreht. Und weil wir durch diese öffentlichen Räume Zugang haben zu Kommunikation, Mobilität und Wissen. Aber die Zeiten ändern sich und unser Zusammenleben befindet sich im Wandel. Gerade deshalb sollten wir Orte schützen, an denen wir anderen begegnen können. Wenn einige verschwinden, müssen neue her. Leerstehende Häuser könnten Jugendzentren werden. Grünflächen zu Gärten für alle. Ungenutzte Parkplätze zum Skateboardparcours. Ich finde wichtig, dass das öffentliche Leben auch auf dem Land stattfindet. Schnelles Internet, Bus und Bahn, Kindergärten, Spielplätze und Freizeitclubs kann es nicht nur in den Städten geben. Doch sogar dort sind öffentliche Räume unter Druck geraten, weil vieles teurer geworden ist. Was wir aber brauchen, ist ein gutes Zusammenleben. Sozial, ökologisch und demokratisch. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Auch über unsere Freundeskreise hinaus. Natürlich heißt das auch wählen zu gehen, sich in Politik einmischen und die öffentlichen Räume mitzugestalten. Niemand soll abgehängt werden, ob arm oder reich, ob auf dem Land oder in der Stadt. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, wann bist du das letzte Mal mit der Regionalbahn gefahren? Vielleicht vom Dorf in die Disco? Oder andere Richtung? Raus aufs Land, schön ins Grüne? Da sitzt dann jedes Mal eine ziemlich bunte Mischung an Leuten drin, oder? Züge verbinden Stadt und Land. Sie verbinden aber auch Menschen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und genau das ist gut und wichtig. Aber auch auf dem Sportplatz, in der Schule, in der Fußgängerzone, im Bus oder in der Dorfkneipe begegne ich total unterschiedlichen Typen. Das ist gut, weil wir dann merken, dass sich die Welt nicht nur um uns dreht. Und weil wir durch diese öffentlichen Räume Zugang haben zu Kommunikation, Mobilität und Wissen. Aber die Zeiten ändern sich und unser Zusammenleben befindet sich im Wandel. Gerade deshalb sollten wir Orte schützen, an denen wir anderen begegnen können. Wenn einige verschwinden, müssen neue her. Leerstehende Häuser könnten Jugendzentren werden. Grünflächen zu Gärten für alle, ungenutzte Parkplätze zum Skateboardparcours. Ich finde wichtig, dass das öffentliche Leben auch auf dem Land stattfindet. Schnelles Internet, Bus und Bahn, Kindergärten, Spielplätze und Freizeitclubs kann es nicht nur in den Städten geben. Doch sogar dort sind öffentliche Räume unter Druck geraten, weil vieles teurer geworden ist. Was wir aber brauchen, ist ein gutes Zusammenleben. Sozial, ökologisch und demokratisch. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Auch über unsere Freundeskreise hinaus. Natürlich heißt das auch wählen zu gehen, sich in Politik einmischen und die öffentlichen Räume mitzugestalten. Niemand soll abgehängt werden, ob arm oder reich, ob auf dem Land oder in der Stadt. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, wann bist du das letzte Mal mit der Regionalbahn gefahren? Vielleicht vom Dorf in die Disco? Oder andere Richtung? Raus aufs Land, schön ins Grüne? Da sitzt dann jedes Mal eine ziemlich bunte Mischung an Leuten drin, oder? Züge verbinden Stadt und Land. Sie verbinden aber auch Menschen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und genau das ist gut und wichtig. Aber auch auf dem Sportplatz, in der Schule, in der Fußgängerzone, im Bus oder in der Dorfkneipe begegne ich total unterschiedlichen Typen.
Das ist gut, weil wir dann merken, dass sich die Welt nicht nur um uns dreht. Und weil wir durch diese öffentlichen Räume Zugang haben zu Kommunikation, Mobilität und Wissen. Aber die Zeiten ändern sich und unser Zusammenleben befindet sich im Wandel. Gerade deshalb sollten wir Orte schützen, an denen wir anderen begegnen können. Wenn einige verschwinden, müssen neue her. Leerstehende Häuser könnten Jugendzentren werden. Grünflächen zu Gärten für alle. Ungenutzte Parkplätze zum Skateboard-Parcours. Ich finde wichtig, dass das öffentliche Leben auch auf dem Land stattfindet. Schnelles Internet, Bus und Bahn, Kindergärten, Spielplätze und Freizeitclubs kann es nicht nur in den Städten geben. Doch sogar dort sind öffentliche Räume unter Druck geraten, weil vieles teurer geworden ist. Was wir aber brauchen, ist ein gutes Zusammenleben. Sozial, ökologisch und demokratisch. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Auch über unsere Freundeskreise hinaus. Natürlich heißt das auch, wählen zu gehen, sich in Politik einmischen und die öffentlichen Räume mitzugestalten. Niemand soll abgehängt werden, ob arm oder reich, ob auf dem Land oder in der Stadt. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen.